high speed that we have to go through. Now, a very important corner, this one, because it's a third gear corner. You've got to get the power on the road because we have about 2 kilometers of severe left-handers uphill. And of course, uphill is where you make up all the time. You can lose a little bit downhill, but you must make it up uphill. And we're going to this corner now in fifth gear here at around about 175 miles an hour. The vibrations on the circuit and the bumps are absolutely astonishing. You can hardly hold the car at all. Very bumpy. And here, a very difficult corner because the ground effects are working to their best effect right here. Fourth gear corner, this one. Left, left, and then a little squirt up over a blind brow. These are very difficult and typical of the Nürburgring. There's no other circuit really that has the... Kurze Zeit später die ersten Helfer mit Handfeuerlöschern. Für Herbert Miller war zu diesem Zeitpunkt schon jede Hilfe zu spät. Etwas später trifft das erste Fahrzeug der UNS-Sicherheitsstaffel am Unfallort ein. In dieser Situation kamen Schwierigkeiten auf. Der ausgezogene Löschschlauch war zu kurz. Der Schaum konnte die Unfallstelle überhaupt nicht erreichen. Dass sich Herbert Müller nicht von selbst aus dem Wagen befreien konnte, scheint Indiz dafür zu sein, dass er bei dem Aufprall in der Art beeinträchtigt wurde, dass er auf die Hilfe von außen angewiesen war. Und wie verhielten sich die anderen Fahrer an dieser Stelle? Hier prescht noch einer mit voller Geschwindigkeit hinein, fährt ganz bis nach vorne durch und dann im Eiltempo an diesem Flammeninferno vorbei. Einer nach dem anderen passiert die Unfallstelle, um ja nicht die gute Platzierung im Rennen zu verlieren, denn das Rennen war noch nicht abgebrochen. Es waren nur wenige, die zu diesem Zeitpunkt keine Gedanken mehr an den Rennverlauf verschwendeten. Als die Flammen einigermaßen unter Kontrolle waren, konnte Herbert Müller nur noch tot geborgen werden. Makaber, dass er selbst vor dieser Veranstaltung von seinem letzten Rennen gesprochen hatte. Dass dies in seinem Verständnis anders aussah als die Realität, konnte er tags zuvor nicht ahnen. Vielleicht hatte er immer an den Schutzengel geglaubt, den er auch...